Oh, die bauen gerade für Splatfest. Na gut, aber ich will hier sowieso ja raus. Eigentlich müssten wir jetzt eine Runde online spielen, ne? Weil die jetzt über das Splatfest reden. Zurück Syndicate, für euch in Splatfest seid dabei. Ei, ich freue mich. Ja, sollen wir ein bisschen online zocken lieber als Story? Wären wir dabei? Wundervoll, dann wollen wir mal über ein Tegentor. Ei. Ei, frisch reingekommen, super wichtig. Na, was bringt den Flossen so zum Flattern? Marco, denk doch mal nach, es ist wieder Zeit. Ei, es ist Zeit für Splatfest. Und Splatfest immer gut. Ja, Party. Das ist das Thema, ist das Thema. Sag schon. Ei. Oh Mensch, der kommt gerade erst rein. Komm rein, wenn du online spielst. Ja, komm, dann spielen wir ein bisschen online, weil sonst hätte ich jetzt Story gesagt. Aber hey. Ich habe das Thema lautet, interessant, wirklich interessant. Jetzt sag schon, oder willst du es allen feiern? Ganz ruhig, bereite mich nur kurz vor. Ei, na los. Liebe Herrschaft, wir präsentieren das offizielle Thema des Splatfest. Und es ist, was musst du auf einer einsamen Insel? Was muss mit auf einer einsamen Insel? Und jetzt hätte das Splatfest hier, was muss dich auf einer einsamen Insel? Die Frage stelle ich mir ständig. Werkzeugfutter Spaß. Interessante Wahlmöglichkeit, Werkzeugfutter Spaß. Also das haben wir schon bei der Nintendo Direct gesehen und ich weiß immer noch nicht genau, auf was die halt hinaus wollen, weil das Problem ist einfach, Moment, wenn ich, wie lange bin ich auf der Insel? Was habe ich auf der Insel? Weil wenn ich nichts auf der Insel habe, warum soll ich, dann brauche ich doch Essen. So, das ist doch das Wichtigste und da kann ich ja gucken, ob ich dann Werkzeug mache, aber wenn ich doch irgendwie eine Essensstelle habe, da brauche ich ja auch kein Werkzeug. Also, das so, wieso brauche ich Spaß? Wenn ich das andere nicht habe, dann bringt mir doch auch der Spaß nichts. Ja, dann habe ich für 2 Tage Spaß und dann verdurste ich so. Da muss ich erstmal nach einer Quelle gucken. Also, es ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist total komisch. Ey, ich schwimme doch mit und offenem Mund herum, tue ich auch immer. Kurz Zwischenfrage, kann man seinen Schlafsack verputzen im Notfall? Ei, nein, das geht schief, frag nicht. Deswegen bin ich für Team Werkzeug, ich ernte mein Essen und lebe komfortabel. Ja, aber ist denn Essen auf der Insel da? Weil sonst würde ich ja sagen, okay, dann nehme ich Werkzeug. Wenn der Dunkelheit friert und Wassertropfen von Palmölblättern schlürft, jetzt genieße ich das Schlürft, anstatt im Sand rum zu ackern. Und Wassertropfen, ha, ich packe betonweise Leckereien ein und Pizza. Ei, wer sagt denn, dass es unendlich Pizza gibt? Vielleicht gibt es nur Boden. Ei, und was soll man auf der Insel ohne Spaß? Ich bin für Team Spaß. Welche Überraschung, lass mal hören. Wie stellst du den Spaß denn vor? Ich nehme Spielkarten mit und mehr Spielkarten für Revierdecks. Das klingt schon ziemlich spaßig. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Gegen wen spielst du eine Kokosnuss und wie hältst du dich warm? Warm halt ist doch Wurst und Banane und sowieso noch hungrig zu denken. Ei, Team Spaß kommt im Team, wenn ihr Spaß wollt. Und das war's, vergesst nicht abzustimmen. Das letzte Shirt findet ihr an Passungsmittel, wenn ihr gewählt habt. Okay. Ich würde sagen, also wir spielen jetzt erstmal so, es gab ein Software-Update. Ich hoffe, dass jetzt der Salmon Run richtig funktioniert. Einzelheiten dazu findet ihr auf seiner Website, das wäre gut. Blick auf aktuell reden. Okay. Flunderfun Park und die Pinakot. Ach, das ist auch immer dasselbe. Moment, ich muss hier nur eintragen, das ist Splatoon 3 spielen, hab ich schon ganz vergessen. So. Ist der Ton eigentlich gut? Ich hoffe doch. Ja genau, und der Salmoniden-Run ist auch drin. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Ich mag den Spruch übrigens nicht so. Man macht Beute, Leute. Irgendwie bin ich damit noch nicht so ganz zufrieden. Ja, genau, also Splatfest hatten wir schon mit der Test-Demo. Genau, und ja, die bauen jetzt hier langsam die Sachen auf, was sehr interessant wird, weil ich fände das cool, würde wirklich jeden Tag ein bisschen mehr da sein. So, genau, hier können wir das Shirt wählen. Also, ich wähle es jetzt noch nicht, aber für die Leute, die es schon mal wählen wollen und sich noch nicht so ganz entscheiden, also ich werde wohl in Team Essen eingehen, weil ich, wie die meisten das vielleicht schon aus Splatoon 2 wissen, und das wird auch hier wieder dann, wenn es Splatfest ist, wird auch wieder eine eigene Dings sein, eigene Playlist auf YouTube, könnt ihr euch dann auch angucken, auch hier mit, ach, das ist ja echt cool gestaltet, also generell halt auch mit von Splatoon 2 gab es da auch eine Playlist zu, eine eigene, könnt ihr alle auf YouTube auf der Bass nachgucken, mit den meisten Splatfesten. Ich will immer das,
was ich halt als halt auch wählen möchte. Ne? Ich will nicht irgendwas, weil die Community das sagt. Ich will nicht, außer ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Und ich will auch nicht irgendwas, was ich sag mal, was die wenigsten wählen, damit ich halt mehr Matches oder so, was manche machen. Nein, ich wähle das, was ich halt am logischsten finde, so, wisst ihr? Und ich finde halt Essen, also wenn wirklich nichts da ist, dann will ich erstmal Essen haben. Und den Rest, da kümmere ich mich dann. So, wisst ihr, was ich meine? So, deswegen, ich bin wahrscheinlich Team Essen. Dass du schon mal bist. So, mit dir wollte ich einmal reden. Die Stellung abholen. Okay, ich habe nichts bestellt. Habe ich denn davon was bestellt? Ja. Super. Kann ich auch gleich schon direkt das nächste bestellen? Ja. Dann würde ich sagen, ich mache eine Lobby aus, auf. Wer ist schon da? Wer ist schon dabei? Achso, nee, warte mal. Ich mache noch keine Lobby auf, aber ihr könnt trotzdem schon mal sagen, wer dabei ist. Das wäre schon mal ganz gut. Und haltet euch schon mal bereit. Und dann würde ich so eine Dreiviertelstunde ungefähr um den Dreh spielen. Oder besser gesagt 40 Minuten jetzt. Wenn ich ein anderes Team wählen würde, können wir dann zusammenspielen? Nein. Könnt ihr nicht. Also ihr könnt nur das wählen, wo ich auch mitgemacht habe. Deswegen sage ich das jetzt im Vorhinein, dass das wahrscheinlich das Team wird. Aber ich das halt noch nicht offiziell halt sagen kann. So. Erstmal gucken, was es so für Kleidung neue gibt. Ja, nichts Gescheites. Warte mal, sieht denn davon mal irgendwas? Ja. Ist ganz süß. Und nicht in der Farbe. Ah, das ist schick. Moment. Nee. Obwohl, die sind eigentlich auch ganz lustig. Ach, guck mal, da habe ich auch schon mit Sternwert. Jo. Gut. Das ist klar, dass ich auch in Team Pizza reinkomme. Also, wir entscheidet es aber noch nicht, wenn ihr halt wirklich mit mir spielen wollt. Nicht, dass ich das meine Wahl noch ändere, aber ich denke mal, es wird halt das werden, denke ich mal. Ich glaube, das ist eine ganz gute Wahl. Ich spreche das halt noch ab. Aber ich denke mir, eher sollten sich andere als ich mich selber fügen. Ich hoffe nur, dass ich dann halt auch wirklich auch an einem der Tage spielen kann. Zeug abholen. Ein Geschenk von Splatnet 3. Ach, sind das die Schwimmson-Sachen? Ja, cool. Cool. So, dann öffne ich schon mal. Mit Freunden. Ganz normalen Kampf. So. Ja. So, ihr könnt schon mal reinjoinen. Ich weiß jetzt nicht, wer mitmacht. Also Luigi, glaube ich, und Kitty. Wer wollte noch? Noch? Ich weiß nicht, ob Kugelfisch noch hier war oder so. Ach nee, so Kugelfisch ist noch AFK. Ja, dann könnt ihr schon mal rein. Und jetzt noch Kugelfisch. Ach, Gott, Luigi, Entschuldigung. Genau, und da können wir eigentlich schon auch direkt loslegen. So, ich guck mal kurz, was man aktuell bestellen kann bei Splatnet. So, genau, ich würde sagen, wir machen so bis... ja, kriegen wir schon hin. Ja, also bis 17.40 Uhr, denke ich mal, kriegen wir es auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall und danach nochmal gucken. So. Jetzt habe ich auch deine Wahl. Ich habe es gesehen. Ich hoffe nur, dass ich bald den Schwapper und so kriege, aber da spare ich jetzt auch, glaube ich, drauf. Das ist schon lustig. Ich wollte eigentlich gar nicht direkt jetzt online anfangen, aber hey, dann machen wir jetzt ein bisschen online. Wie gesagt, bis dahin und dann gehe ich direkt in den Story-Mode rein. Ist ja auch ganz entspannt, ne? Und danach will ich dann ein bisschen, den Rest machen.
So, ich habe 3 Kills schon übrigens. 4. Shit. Sechs. Das sind auch richtig gut, die Gegner. Ich weiß nicht, ob sich das manchmal einfach runter reduziert oder so. Na komm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch 3 dazu hatte oder 2. Also auf jeden Fall 2. Ich glaube, wieder ist die Internetverbindung nicht so gut. Gehe ich gleich mal rüber. Habe irgendwie das Gefühl, dass es gleich hier klingeln wird und ich gleich einen Termin habe, ganz spontan. Das wäre echt nicht geil. Weil eigentlich habe ich einmal die Woche einen wichtigen Termin. Aber irgendwie ist das diese Woche nicht zustande gekommen, warum auch immer. Wie lange haben wir noch? Ja, nicht mehr lang. Und wenn wir hier verlieren, dann weiß ich auch nicht. Der zählt aber noch. Jo. Schön, schön, schön. Obwohl, wieso war das so knapp? Okay. Also nicht knapp, aber 9% Abstand. Oh, hey. Gucke ich mir mal die Werte an. Oh, die steigen. Oh, obwohl die Schuhe sind, glaube ich, jetzt voll. Kann ich dann wechseln. Cool, neue Katalogstufe. Auch schön. Erst Sieges Tages, 7500. Joa. Aber ich glaube, ich habe da jetzt auch schönere neue Schuhe gekriegt. Moment. Hä? Habe ich nicht noch welche bestellt? Habe ich keine Schuhe bestellt? Egal. So, nehmen wir mal das. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja noch in der App gucken. Ich dödel. Ja. Ich wollte gucken wegen, noch, ob ich... Ich weiß nicht, ob das so ist, dass ich jetzt jedes Mal was bestellen kann und direkt kaufen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Was mich aber noch ein bisschen nervt an dem Spiel ist, dass man sich noch nicht, anscheinend noch nicht so stark irgendwie verselbstständigen kann, wie ich es gerne würde. Also ich hätte, weil ich habe zum Beispiel auch ein paar... Oh, die sind... Wenn du schon hier... Bock hast, hier hochzugehen, ne? Dann kannst du auch färben, weil hier geht nicht nochmal jemand lang, außer hier ist nochmal ein Gegner. Das checke ich überhaupt nicht, weshalb wir solche dummen Spieler manchmal haben. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Ach komm. Splitfest läuft, Splitfest läuft nicht. Als ob ich den nicht treffe. Was war das denn für eine Undankbarkeit? Hä?
Also was ist mit den Gegnern los? Hä? Robobombe? Wo war die denn? Ja, beide weg. Also der Sniper geht mir echt auf den Senkel. Oder sind das zwei? Ach, das sind auch noch zwei. Ja, aber der mit dem Klotz... Ich glaube, der Klotzer ist... Oder der Bambus ist der Klotzer, so rum. Hab ich nicht einen Gegner gesehen? Okay. Oh, es gibt eine coole Capri und coole Schuhe. Schuhe will ich haben. Ja, hab's sie bestellt. Guck ich gleich, ob ich die auch direkt abholen kann. Ach komm. Ja, schön. Schön, schön, schön. Was aus der App kannst du direkt abholen. Aber ob ich dann auch direkt das bestellen kann nochmal? Weil das finde ich immer blöd, dass man immer nur eine Sache bestellen kann, aber weil man nicht drei, also das komplette Set zum Beispiel bestellen kann. Das habe ich nie so ganz verstanden. Ich glaube, ich habe meine Waffe fürs Erste gefunden. Welche hast du? Gar nicht so drauf geachtet. Habe ich denn mal wieder den hier? Die Doppler. Wir bestellen, abholen, bestellen, abholen. Oh, das ist cool. Ja, dann mache ich das gleich, wenn wir fertig sind. Wird dann immer bei stehen. Ja, ich glaube, das dann gucke ich gleich. Das wäre echt praktisch. Also alleine für die Exclusive-Sachen. Also ich fand immer die App, also bei Splatoon 2 fand ich die auch echt nicht so nötig. Natürlich gab es da so ein paar Kleinigkeiten, aber bei Splatoon 3 kann man da echt coole Sachen mitmachen. Also muss ich schon sagen. Schon wieder den bei uns im Team? Ist gar nicht geachtet. Nee, ist immer nice. Glaube ich. Also mit der bin ich halt echt flinker mit der Waffe. Also die ist viel besser zum Färben. Der Airbrush. Ach komm. Naja. Oh, ich hoffe, dass man noch ein paar Sachen vom Story Mode bekommt. Ja, da kannst du halt nichts machen. Was? Boah. Sie geht mir halt echt viel auf den Senkel heute. Naja, ich hoffe mal, dass der Story Mode später ein bisschen entspannter wird, aber hey. Das kann nicht wahr sein, ne? Wie oft habe ich den jetzt getroffen? 5 Mal?
Da auch wieder ist ganz oft. Okay, der schießt auch oft, klar, aber. Gegner haben echt nicht viel über sich gefärbt, ne? Double Kill. Weiß man noch nie, ob man es selber färben soll. Weil wenn man es selber färbt, da färben die es ja zurück. Das bedeutet, dass die Fläche, wo man dann gefärbt hat, dass die ja dann halt für ihre Punkte so benutzen, weißt du? Ja, wieso konnte der den jetzt nochmal schießen? Nee, keine Ahnung von. Hä? Wie wird denn da jetzt falsch? Okay. Keine Ahnung. Runde Klicks da links mit dem haben, die mich gekillt nach dem Spawn. Okay. Würde mal gerne gucken, was würde mal gerne gucken, was eigentlich das Update jetzt gemacht hat. Ich guck mal nach, ob es da schon irgendwelche News gibt. Ventor zum Beispiel. Ja. Bebt schwerwiegende Spielfehler. Verzogen wurden, da hier schwerwiegende Spielfehler mit schmeckigen Umstandigkeiten behoben werden. Konkret wurden mehrere Probleme beseitigt, welche die häufige Verbindungsabbrüche oder Match- oder Schichtende in den Läden von Splatfall sogar im Finale des Story-Modus führten. Darüber hinaus gab es Bugs und Glitches in der Steuerung der Tinte an der Arenen und der gewohnten Punkte in diversen Modi. Auch das Dreifarbkampf als Endkampf während des Spiels wurde leicht angepasst. Sie soll Verteidigungsteam und seltener einen Dreifarbkampf spielen müssen. Soll die Situation ungefähr die Mitte der aktuellen Saison erscheinen und werde sich hauptsächlich mit dem Balancing ändern. Okay, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das nächste Update für Squadron soll ungefähr die Mitte der aktuellen Saison erscheinen. Also darauf bin ich sehr gespannt, auf Pet, Bug, nicht Bugfix, wie heißt das hier? Du musst nicht da schießen, wo ich schieße. So. Ach komm! Wie geht das eigentlich mit den Klamotten von den Boots? Ich habe nur die Schuhe bekommen. Ich weiß es tatsächlich selber nicht. Ich glaube, die musst du registrieren und du kannst dann jeden Tag halt, oder jedes Mal, wenn du das Spiel neu startest, kannst du, glaube ich, kannst du, neue Klamotten freischalten. Also du kriegst aber nur drei. Deswegen, die Amiibo bringen so eigentlich gar nicht viel. Bei Splatoon 1 haben die ein bisschen mehr gebracht, weil da konntest du noch, bei Splatoon 1 konntest du noch den Story-Mode dann mit anderen Waffen spielen. Und bei Splatoon 3 ist das einfach nur dafür da, um halt Klamotten bisher zu kriegen. Ja, und halt um die Werte zu speichern, aber dafür, das wird ja so oder so jetzt auch so gespeichert. Ich weiß gar nicht, ob das bei Splatoon 2 auch so eine Sache war, die schon vorher gemacht wurde. Nö, musst du nicht treffen, musst du nicht treffen. Boah. Ist das an mir oder warum trifft er manchmal nicht? Ne, weil ich habe manchmal von Amiibos habe ich direkt alle bekommen und von manchen habe ich halt nur, zum Beispiel von den Inkling Boy,
habe ich irgendwie die Sachen erst so nacheinander bekommen. Okay, jetzt habe ich die irgendwie getroffen, aber die mich fast gar nicht. Das sind nur alle Leute, die Teil schon den Story durch haben, ne? Also mit der Katze auf jeden Fall bin ich ein bisschen verwirrt. Bin ich auch mal gespannt. Naja, mal gucken, wie das heute wird mit der Story. Eigentlich hätte ich die auch schon gerne durchgespielt, aber irgendwie Priorität lag jetzt immer im Online-Mode. Ach, dann geht im letzten Moment hier die Dinger auch noch zu. Sieht nicht, aber. Doch, oh Gott sei Dank. Ja, bei mir sind jetzt leider die Amiibo teurer geworden, die ich wollte. Ich wollte hier die Octoling Amiibo haben, leider. Naja, mal gucken. Also ich hätte schon gern irgendwann mal alle. Gibt ja auch nochmal die ersten Amiibo mit anderen Skinnen. Und ich hätte noch gern die Limited Edition von Teil 1. Da ärgere ich mich noch, dass ich damals nicht gewartet habe und gesagt habe, ach komm, ich kaufe mir die woanders. Naja, was willst du machen? Ich wollte ja unbedingt das Spiel haben, auch wenn ich nicht wusste, dass das ein Online-Spiel ist. Ich war so naiv zu der Zeit. Oh, neues Nintendo-Spiel. Wie, das ist nur online? Story-Mode, den habe ich dann auch irgendwie, den habe ich zwar gespielt, aber ich glaube auch nicht zu Ende, weil ich den halt echt öde fand, so alleine. Ich finde den heute cool, aber damals so, wenn du halt nur Story spielen kannst, ne, und dann 60 Euro bezahlt hast. Ich mag die Waffe eigentlich, aber die ist voll schwach. Da bist du. Also ich habe bis jetzt auch noch kein irgendwie Waffen-Upgrade oder so gesehen als Kleidungsstück. Eigentlich voll interessant, das von mal was zu sehen. Ach komm, Mann, was war das für ein Scheiß jetzt? Ja, komm, alle drei Stück auf einmal. Der eine macht jetzt die ganze Zeit die Kills. Oh, ich glaube, es ruckelt wieder ein bisschen. Da muss ich gleich mal schauen. Und bei mir ist auch wieder die eine Festplatte komplett voll. Vielleicht deswegen. Ja, komm! Es killt mich immer derselbe. Aber der spielt auch echt nicht schlecht. Und sagt, also ich würde ja sagen so, aha, ist Player so, weil dann ist das ja jemand, der noch keinen Namen hat. Ich war wieder zwei. Ach Mann, schon wieder zwei. Ach Mann. Boah. Nee, ich sterb immer direkt, weil irgendjemand schneller schießt, angeblich, als ich.
Und ich verstehe nicht, wieso. Wechsel die Waffe wieder zu dem anderen. Irgendwas klappt da nicht. Also ganz und gar nicht. Nehmen wir denn am besten, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich finde ja interessant, ne? Ich glaube, ich nehme die mal. In der Ulti halt. Ich weiß noch nicht. Oh ja. Färben nicht so krass, aber ich glaube zum, besonders hier für die eine Map in der Mitte wäre sowas immer interessant reinzuschmeißen. Versuch's mal mit Kämpfen auf jeden Fall. Ja. Na doch, die Frames gehen. Klar, einfach weiter drücken, Leute, einfach weiter. Schon echt viel Schaden, ne? Guck mal, und man sieht auch noch, wo die sind. Das habe ich mich auch gefragt, ob man das, weil das wäre ja eigentlich auch abseits der, des Angriffs halt eine echt coole Funktion, aber. Was denn? Bin ich voll auf die Musik gefreut. Dann... Wieso habe ich den auf dem High nicht erledigt? Wenn ich auf dem High bin und jemand so auf mich draufballert, und zwar ohne Verzögerung, bin ich tot. Bin ich voll langsam mit der Waffe. Was soll das? Okay, also der schießt mir viel zu langsam, macht dabei zu wenig Schaden, definitiv. Ich lebe ja noch. Ich dachte, ich wäre tot. Hä? Okay. Was war das denn? Zum Färben ist die echt nicht schön. Mehr. Den habe ich auch wieder nicht getroffen. Eigenartig das alles. Ziemlich eigenartig. Ja, wo ist der denn hin? Vorne. Ach komm!
Was ist mit dem dann falsch? Okay. Voll erwischt den Gegner, ne? Ja, so. Bei voll erwischt immer stürmen. Dann haben wir alle gleichzeitig weg. Hä, was ist... Hä? Also der The Carrot, der ist echt eigenartig. Puh. Die nimmt gut aus. Doch? Hä? Okay. Okay, wir haben die Mitte ein bisschen. Aber bei dem Teil kann ich das echt schwer einschätzen. Aber ich glaube, das habe ich auch damals am Anfang zu Splatoon 2 gesagt. Habe ich so ein Gefühl. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ist schon so lange her. Also von der Waffe mag ich die Ulti, aber den Rest nicht. Bestimmt, ja, nice. Moment, ich hatte sogar einen Geschwindigkeitsbooster, trotzdem war ich so langsam. So, und schauen wir doch mal, was haben wir denn hier Schönes? Oh, nehmen wir mal das Krönchen. Autsch. Ein Kiefer. Wollen wir den Dings nehmen. Ich glaube, der funktioniert ein bisschen anders, meinte Senrio. Den habe ich ja noch gar nicht ausprobiert, weil ich glaube, der kann man nicht so aufsammeln. Neues Abzeichen erhalten. Ah, ich habe jetzt... Aber das kann ich noch nicht ausrüsten, ne? Cool, ich habe eine Katze bekommen. Wieso das denn? Ne, der explodiert nicht. Der lädt auch viel schneller. Ja, cool. Aber der braucht leider sehr viel... der braucht zwei aufgeladene Schüsse, um Gegner zu killen, wenn ich das jetzt richtig beobachtet habe. Ich weiß noch gar nicht, was ich heute machen soll. Oh Gott, färbt der geil ein. Aber gut, dass es die Schwarmraketen hier wieder gut gibt. Okay. Ja, okay. Also für den Nahkampf ist die Waffe echt nicht geil. Zum Färben ist die wirklich göttlich. Was war denn los? Hä? Macht der nichts von uns? Was rollt der so blöd? Hä? Der hat hier gar nichts gemacht? Oder ist der versucht nach oben zu gehen? Ach komm! Okay, also der kann mich mit einem Roll erledigen. Komm zurück, Kugelfisch. Also wenn du noch mitmachen möchtest, wir machen aber, glaube ich, danach nur noch eine Runde. Will ich jetzt mal zu behaupten. Ich will dann nur meine Waffe auffüllen. Ja, ich würde danach, glaube ich, noch eine Runde machen. Vielleicht noch zwei, aber ich glaube nur eine. Obwohl... 5, 7... Ja...
Also wir haben jetzt doch noch ein bisschen online gespielt, weil halt jetzt diese ganze Sache mit den Splatfest angekündigt wurde. Deswegen haben wir online gezockt. Aber ich spiele danach halt Story. Und danach würde ich dann halt wieder weiter online spielen. Wahrscheinlich. So, Seite 0 laden, Stream hat geleckt. Okay. Geht's jetzt wieder? Nicht, dass es hier an dem Dings liegt, nicht an mir liegt. Wäre nicht so schön. Ich habe gerade gesagt, ja, nee, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Jetzt hätte ich gesagt, eine Runde hättest du... Obwohl, wenn die anderen gleich alle mitmachen wollen, dann wird's halt auch gehen. Hä? Wieso umsonst? Ja, wenn du jetzt in der... Ich dachte, du bist gar nicht... Du hast gar nicht jetzt gehört. Klar, eine Runde machen wir noch. Ich habe nur gesagt, ich dachte, es lohnt sich nicht mehr, wenn du jetzt neu geladen hast und nichts mitbekommen hast. Weil dann wärst du jetzt in der Zeit nicht dazukommen können. So. So. Wie gesagt, eine Runde machen wir noch. Wir haben das jetzt, wie gesagt, gemacht, nur weil diese Splitfest-Sachen sind. Aber du kannst ja mit den anderen noch weiter zocken. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass ich eigentlich nicht vor 8, vor 7 oder 8 halt anfange mit dem Story online. Ach so. Also wenn die anderen halt weiterspielen wollen, ihr könnt ja auch doch alle zusammenspielen, ne? Das hindert euch ja keiner. Und wie gesagt, ich würde halt heute gerne in Story-Mode noch weiter zocken, weil ich da langsam auch fertig werden will. Und ich hätte schon Bock, also ich habe echt Bock auf den Story-Mode gerade. Nach der Runde gucke ich mir erstmal an, was ich so Neues gekriegt habe. Da bin ich auch gespannt. Hey, das sind Schwapper? Ja, da muss ich auch gleich mal gucken. Den will ich auch langsam, meinte ich, haben. Hä, hey, sind die alle blind oder was ist mit denen los? Sieht ja gar keiner mehr irgendwas. Ja, und beim Hammerwurf treffe ich auch irgendwie nie jemanden. Ich habe gleich schon die 1000 zusammen. 1000 Punkte Minimum. Und da sind's da. Ja, mach wieder so viele Pausen. Ah, endlich mal getroffen. Oh, shit. Drei. Leute, ich habe drei erledigt. Ich glaube, ihr bekommt das zu spät mit. Ja, die bekommen das auch nicht mit. Woo!
okay, ich gehe jetzt raus. Also ihr könnt gerne weiterzocken, wie gesagt. Was zum... Hä? Man hat jedes Mal das Gefühl, dass man gar nichts gemacht hat, ne? Okay. Ja. So, einmal raus. 10 Kills habe ich auch wieder gemacht. Gut. Oh, das hat aber kurz gelaggelt. So, dann schaue ich mir mal kurz an, was es gibt. Die Sprungbohr senden die Signale, Team, der als Sprungbohr springen kann. Okay, ja, das kenne ich mit der Sprungbohr. Ja. Ah, jetzt zeigt er mir, das geht. Platziere mit R X die Karte und dann kann ich mich da hinspringen. Ja, kann ich. Warum rickelt das Spiel denn jetzt wieder so? Dreimal üben. Ja, wow. Boah. Cool, dass hier die Lobby nicht zugeht, wenn du eröffnet rausgehst. Ja, eigentlich, ja. So. Achso, ich sollte nur dreimal hinstellen. Ja, nö, das ist eigentlich echt eine schöne Sache, wenn das klappt. So, warte mal, habe ich nicht ein... Ja, neues Abzeichen, Tatsache. Cool. Name ändern, Statistiken, Kampferinnerung, Zeug. Nichts abzuholen. Alles klar. Gut, dann gehe ich jetzt raus und gucke mal, was man sonst noch machen kann. Und dann würde ich sagen, ja, dann spielen wir gleich noch ein bisschen Story. Oh, mal sehen, was Schönes Neues gibt hier. Ich finde es halt praktisch, aber auch generell, dass halt dann ihr sagen könnt, auch ich spiele dann halt lieber noch ein bisschen. Und besonders, ich spiele ja im Prinzip noch Splatoon, nur nicht das hier. Bei der Katalogstufe ist gestiegen, hier gibt es eine Belohnung. Oh, wieder Karten, mach mal Karten. Ich bleib für den Klecksen, danke. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was für Karten ich gekriegt habe, aber ey. Und dann würde ich einmal ganz kurz gucken, wegen den Sachen bestellen, wie das jetzt funktioniert. Genau. Ich habe ja jetzt die Schuhe bestellt. Okay, und wenn ich jetzt hier... Genau, jetzt bestelle ich das... Tatsache. Jetzt habe ich das Hemd bestellt. Ja, das ist cool. Die Cappy hätte ich schon gern. Oh, ist mal zu teuer. Egal, aber wir haben es bestellt. Cool. Ja, dann würde ich sagen, was ist das mit Online? Splatoon Online? Und dann würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und dann spielen wir gleich ein bisschen Story Mode. So, und mal gucken, später spielen wir auf jeden Fall weiter noch online. Aber war cool, war cool. Ja.